Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100, liebe Leute. Und ja, genau, wir waren beim letzten Mal unterwegs gegen den New Paradigm. Und haben gegen die ein bisschen was gekämpft. Haben hier auch unsere Einheiten wieder, wie ich das sehe. Und genau, wir haben hier unten... Oh, da hat uns einer schon die Energie geklaut. Ich glaube, das ist orange. Das sieht nach dem Neo Paradigm aus. So, und ich glaube, jetzt kommt der Moment, vor dem ihr mich tatsächlich gewarnt habt. Und zwar, naja, was soll ich dazu sagen? Wir werden angegriffen. Und deswegen haben wir hier die ganzen Einheiten stehen. Und dann bin ich mal gespannt, ja, wie das jetzt ausgehen wird. Wartet mal, ich muss schon wieder meine Uhr anmachen. Ja, wobei, wir haben ja oben rechts eigentlich... Ah! Da sind sie. Schaut euch das an, ey. Oh mein Gott. Okay, dann kommt mal runter hier. Dann helft man den Türmchen. Boah, was haben die für Waffen? Wow. Raketenwerfer haben die schon. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja technologisiert viel besser. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ding? Ach ja, dieses Ding, liebe Freunde, diese komischen... Das hier, das versucht uns einen Panzer zu klauen, dieses Teil. Und das ist so wie ähnlich wie bei Dune 2000 bei den Ordos immer. Ach du Scheiße. Wir ziehen denen ja gar nichts ab, fast. Wie bei den Ordos, falls ihr euch erinnert, Einheiten klauen. Ja. Nur, dass die Einheiten hier nicht zurückwechseln, sondern tatsächlich für immer beim Gegner bleiben. Aber, den müssen wir kaputt machen. Dankeschön. Boah, ihr seht's, ne? Die haben viel bessere Panzerung als unsere. Hier, die haben schon diese gelben Panzer. Und das ist schon ziemlich krass. Warte mal, ich wollte doch meine... Könnte ich jetzt mal bitte meine Uhr anmachen? Mensch, Leute. 27 Minuten. Ach so, genau, wir haben schon 2 Minuten gespielt. Okay. Dann bitte wieder zurück und Mörsereinheiten. Können wir was erforschen? Können wir tatsächlich? Eine Mauer! Wir können eine Mauer erforschen. Cool. Ein Fabrikmodul, das heißt, wir können unsere Fabriken aufwerten. Kommandorelais. Ich weiß nicht, wie man Kommandos benutzt in diesem Spiel. Und hier, leichter Rumpf. Genau, das ist ja der Rumpf, den die Leute da auch hatten. So, was haben wir da? Leichte Kanone. Ah ja, okay. Einfach mal verdoppelt die Karte, ne? Das ist richtig krass, ja. Aber sonst können wir noch nichts bauen. Okay, dann... So. Ach, alter Schwede, ey. Weg mit euch. So, ja, dann geht's mal weiter. Wir gucken auf die Missionsziele. Was war das nochmal? Das New Paradigm. Das New Paradigm kontrolliert überlegene Waffentechnologie. Sie könnten die Technologie der synaptischen Verbindung besitzen. Es ist lebenswichtig, dass wir diese bergen. Alpha-Basis Aufklärungsbericht. Feindlicher Angriff. Okay. Das heißt, wir müssen das einfach durchkämpfen, ne? Okay. Dann probieren wir das doch mal mit so einem kleinen Stoßtrupp hier. Schauen wir mal, was hier unten jetzt Sache ist. Ja, da ist wieder so ein... Okay. Da ist wieder so ein Ding da. Boah, die haben richtig schwere Panzer. Schaut... Keine Chance. Keine Chance. Guck mal bitte Mörser. Mörser müssen wir nutzen. Ja, die Mörser ziehen mehr ab. Das ist auch gut so. Schön mit den Mörsern da drauf. Ja, ihr seht das, ne? Der versucht uns die Einheiten zu klauen. Aber nein, das lassen wir nicht mit uns machen. So. Wir noch mit unseren Maschinengewehren hier. Und die Scavenger gehen auch nur auf uns, ne? Die haben... Die gehen nicht auf die New Paradigm-Leute. Okay, das ist... haben die bestochen oder was ist los? Ja... Die Mörser schießen, das ist gut. Können wir mehr erforschen? Geil, wir können mehr erforschen. Verbesserten Hartbeton. Ah, und schaut mal, schaut euch das an. Wir kriegen langsam aber sicher
die Technologie von dem New Paradigm. Und das ist doch mal sehr, sehr nice. So, und ihr könnt bitte darauf weiterballern. Die Aua, das war mein Turm. Aber hey, das heißt, wir können uns jetzt einbauen. Ja, das ist natürlich geil. Ach, jetzt ist das zweite Boss wieder verkackt. Verdammt. Wartet mal gerade. Blöde Funkmaus hier. Was soll das, ich mir mal eine neue hole? Oh, hallo. Jetzt. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, LKWs. Kommt mal bitte her. Und dann mauern wir uns jetzt schön zu. So. Wir bauen uns jetzt nämlich hier schön ein. Wobei, wir haben noch kein Tor, ne? Ne, wir haben noch kein Tor. Und schaut mal hier. Wir haben eine Mörsergrube, die wir erforschen können. Ja, ja. Commander-Tor. Und wir haben jetzt hier... Wir haben die Reparatureinrichtung. Ein neues Gebäude, liebe Leute. Das alles um sich herum repariert. Und einen mittleren Rumpf Cobra. Haben wir echt nur 5 Forschungszentren? Ja, das ist ein bisschen mickrig, aber gut. Ich würde vorschlagen... KI, kannst du mal bitte... Danke. Wir haben noch keine Tore, deswegen würde ich mich erstmal so einmauern tatsächlich. Und dann dahinter schön Mörsergruben aufbauen. Genau, damit sie uns nicht hier immer schön, damit sie uns nicht hier immer überraschen. Die Leute, ne? So, und dann können wir nämlich. Hallo? Konstruktion abgeschlossen. Ach, weißt du was? Du kannst nach oben fahren und kannst hier zu mauern. Ja, wobei, was ist denn? Hier geht's hier weiter? Kann man uns hier zumauern wahrscheinlich, oder? Da geht's weiter auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir mauern uns hier. Nein, hier geht's nicht weiter. Okay. Hier ist nur eine Sackgasse. Okay. Das heißt, wir müssen uns da oben einmauern. Aber wartet mal, ich hätte gerne mehr LKWs. Ah, ich mache jetzt einfach mal so 9-9. Okay, das heißt, ihr seid ja fertig. Das heißt, ihr könnt hier ein paar Mörsergruben aufbauen, damit wir uns hier schön verteidigen können. So. Dann kann uns nämlich keiner mehr was. So, Gebäude, dass sie mehr aushalten. Ist es gut? So, Aufhängung mit leichter Kanone oder schweren Maschinen. Aufhängung ist nämlich ganz geil, und zwar wir können auf diese Mauern noch so Aufhängungen drauf machen, dass, ja, quasi, dass oben auf der Mauer eine Kanone drauf ist. Das ist natürlich ziemlich nice, und wir können hier einmal einen Sensorturm hinbauen. Ah, nein, 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 aber nicht einbauen, bitte. wir machen den Sensorturm einmal hier vorne hin. Weil dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Reichweite, damit die Mörser auch ein bisschen weiter schießen können. Weil ihr seht, das hier ist im Schatten. Ja? Und genau. Wir müssen mehr sehen, damit die Mörser, ach du Scheiße, früher schießen können. So, du reparierst bitte hier die Mauer. Ich habe schon festgestellt, in diesem Spiel, die Gegner, die hassen Mauern. Die hassen wirklich Mauern. Wie ihr seht, also ich schieße immer auf die Mauern drauf. Und ja, jetzt sehen wir zumindest ein bisschen was mehr. Und genau, können weiter erforschen. Wir nehmen uns mal die andere Aufhängung. So, so, dann kannst du hier auch helfen. Gut, und du? Die Frage ist jetzt, was ist da oben noch? Ich würde ja gerne mal ein bisschen was erkunden gehen, ne? Produktion abgeschlossen. Wartet mal, wir haben doch Heiler. Haben wir, haben Heiler dabei, ja, das ist gut. Ihr seht's. Die Mörser schießen direkt hier. So muss das sein, Freunde. Bam. Ach, ich hab mich voll erschrocken. Was war das für ein Sound? Ja, das war meine Uhr. Also unsere Kuckucksuhr hier.
So, und ihr seht, die Börser ziehen schon ein bisschen was mehr ab, nur die treffen halt sehr schlecht. Wie ihr seht, die treffen gar nichts. Treffen nur ab und zu mal. Das ist noch was, was wir verbessern müssen, tatsächlich. Jetzt kommt die auch mit Börsern an, das ist ja wohl unglaublich. Jetzt kommt die echt auch mit Börsern an, ey. Die treffen so schlecht, die Mörser, das ist unglaublich. Aber okay, ich würde die mal nach oben schicken. 11 Basen! Boah. 11 Basen haben sie hier! Oh mein Gott! ja, das ist schon ordentlich. 11 Basen haben die hier. Wow. Okay, das heißt, wir können hier ein Türmchen nochmal aufbauen, einen kleinen Sensorturm. Um einfach mal ein bisschen mehr Sicht zu haben hier. So. Währenddessen weiter erforschen. Eine bessere Mauer. Ja. Automatisierte Reparatureinrichtung. Stimmt, die können wir auch mal bauen. Für, dass die Gebäude mehr aushalten und hier mal ein Bunker mit schwerem Maschinengewehr. So. Ah, wir haben hier unsere LKW. Das ist sehr gut. Das heißt, ihr seht das. Wir können jetzt hier schön unsere Waffenfabriken aufrüsten. damit wir Einheiten mit schwereren Panzerungen bauen können. Ganz genau. Und das ist doch eine gute Sache. Also ich würde sagen, wir bunkern uns hier richtig ein. So. Das ist nämlich auch meine Taktik hier, wenn ich es privat spiele. Immer schön einbunkern. Tatsächlich, weil das ist einfach die effektivste Methode hier. So, dann. Konstruktion abgeschlossen. Oh, was war das denn? Da draußen, ey. So, okay, dann gehen wir mal nach da oben. Ach, hier oben ist auch nix, ne? Wartet mal. Konstruktion abgeschlossen. Ah, da könnte man rein. Ist ein bisschen Energie, ja. Aber sonst ist hier auch nix. Okay. Ich meine, Energie haben wir ja eh genug, ne? Bleibt immer hier. Dann bauen wir nämlich hier eine kleine Reparatureinrichtung hin. So, Reparatureinrichtung. Nee, ich glaube, da ist ein scheiß Platz. Wir machen es mal hier hin. So. Ich meine, wir haben zwar auch unsere mobilen Reparierer, aber eine Einrichtung dafür zu haben, ist gar nicht verkehrt. So, was können wir noch? Ja, nur noch die Bunker. Flammenwerferbunker. Okay, das heißt, hier haben wir nichts zu befürchten eigentlich, ne? Ja, hier schön die Börse, jo. Ja, die hassen den Turm da unten. Ihr seht das schon, ne? Ich würde sagen, wir mauern den mal ein. Wir mauern den einfach mal ein. So. Einfach schön einmauern, damit die auf keine dummen Gedanken kommen. So, okay. Die heilen sich weiter. Das heißt, wir könnten eigentlich... Konstruktion abgeschlossen. Ah, wir haben unser Einheitenlimit für LKWs erreicht. Wir können uns eigentlich mal eine neue Einheit machen. Cobra. Mit Halbketten jetzt mal. Naja, wohl. Was haben wir hier noch? Commander-Turm? Na gut. Hm, nee, eigentlich nicht. Machen uns mal eine neue Mörser-Einheit. Und eine neue... also einen richtigen Panzer und neue Kanonen. So. Okay, das heißt, davon können wir dann jetzt einige bauen. Okay. So, das heißt... Da, Mörser-Cobra-Halbketten. Der Rest sind dann Kanonen-Cobra-Halbketten. So, machen wir. Jo, da kommt wieder einer. Und Kabärung. Ah, verstärkte Basisgebäudematerial. Ja, das finde ich doch eine gute Sache. So. Wow, boah, unsere Mörser. Richtig krass. Und ihr seht, sind die Gegner, die hassen Mauern. Die hassen Mauern, ohne Witz. Und ja, genau, dann kann der mal hier mithelfen, bitte, bei den Mörsergruben.
Ja, du kannst schön wegbleiben. Bam, was eine Reichweite, Freunde. Und ich kann es euch nur sagen, das wird noch krasser. Wenn wir später irgendwann Haubitzen kriegen, wird das Ganze noch krasser, ja. Das sind nur Scavenger. Das ist okay. So, du kannst aber bitte mal hier aus dem Weg gehen, ja. KI. So, danke. Okay, wir haben hier Feuerschutz von den Mörsern, das heißt, wir können uns hier vorne sammeln. So. Ah, das heißt, das war's schon mit der Forschung. Die Mauern, die könnten auch mal mehr aushalten, finde ich. Also, ja. Mauern in diesem Spiel. So, jetzt halten sie nämlich 475 aus statt 400, ja. Boah. Das sammelt sich hier unsere nächste AW an. So, die LKWs, die können wir mal hier vorne hinpacken. Und das Team 1 kann mal weiter erforschen. So, hier unten ist die erste Basis. Dann würde ich doch mal sagen, wir speichern das Ganze mal. Alpha 1. Also langsam aber sicher müssen wir uns mal ein bisschen freikämpfen hier. Wenn die Gegner wirklich 11 Basen hier haben, dann wird das eine lange Mission. So, aber wir gucken mal. Das sind bestimmt nur Scavenger, oder? Es sind nur Scavenger. Okay. Ja, die sind ja zum Frühstück. Ganz ehrlich. Die Scavenger sind ja zum Frühstück. Wow. Krass. Die haben hier so einen Mini-Raketenhalter. Okay, cool. Und da haben sie noch einen Mörser dahin. Ja, hier ist wieder alles Gebirge. Eieiei. Lass mich doch mal in Ruhe. So, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Okay, das heißt, das ist alles hier rechts. Der Straße lang. Okay. Immer schön der Straße nach. Ah ja, da ist ein Radarfahrzeug von denen. Weg damit. So, wir haben wieder eine Reparatureinrichtung. So. Zum Erforschen. Und wir haben erforscht, dass die Einheiten schneller vom Stapel laufen. Ihr seht das. Wir brauchen jetzt nur noch 24 Sekunden. Oh, und hier ist New Paradigm. Okay, wow, Alter. Nicht schlecht, was die hier alles auffahren, ja? Und schaut euch mal, wie viel diese Bunker hier aushalten. Das ist wirklich unnormal. Schaut euch das mal an. Wie viel die Bunker aushalten. So schwer kaputt zu machen, die Dinger, ey. Und die Scavenger natürlich noch mit dabei, ne? Ist ja ganz klar. Die Scavenger noch mit dabei. So, aber ist okay. Wir machen... Hier unten kommt ganz schön viel Artilleriefeuer her. Ja, ich weiß, wir haben ja jetzt gleich neue Waffen, ne? Beziehungsweise eine neue Armee. Mit der können wir dann direkt runterfahren. Tatsächlich. Da unten kommt ganz schön viel Artilleriefeuer her. Ich meine, die Einheiten, die wir jetzt haben, die können wir tatsächlich aufbrauchen. Weil, die sind nicht so stark, tatsächlich. Weil die haben noch den Billigpanzer, die Billigpanzerung. Die Einheiten, die wir jetzt bald hinschicken. Boah, diese Bunker. So. Wisst ihr was? Wir machen mal hier das Panzer weg. Bumm. Ja, auch nicht. Meine Güte, diese Artillerie von da unten. Eieiei. Der zieht sich zurück. Ach ja. Dann zieh dich halt zurück. Hier ist da was. Das ist mir jetzt egal, tatsächlich. Wie viel Artilleriefeuer kommt denn von da? Da möchte ich jetzt nur noch erkunden. Na, das wird nichts mit dem Erkunden. Shit. Oh Gott, schön heftig, aber ich habe hier auch eine heftige AB. Schaut euch das an. Boah, Junge. Ja, ja, unsere guten Panzer, ne? Unsere guten Panzer. Unsere Verteidigung steht, würde ich sagen. Läuft.
Okay, ich nehme jetzt keine Heileinheiten mit, weil wir brauchen wirklich mehr Waffengewalt. Na, das ist echt. Und wir bauen weiter. Wir bauen einfach weiter, Leute. Was kosten die Sachen eigentlich? Ja. 100, okay, das ist relativ günstig. Okay, trefft euch mal bitte hier, Gruppe 1. Was macht ihr denn hier auf einmal? Was wollt ihr denn jetzt? Wo seid ihr auch auf einmal hergekommen? So, der ist kaputt. Sehr gut. Puh, ey. Eieiei. Ja, die haben trotzdem bessere Waffen noch, ne? Ist ganz klar. Aber, wie gesagt, wir kriegen ja immer neue Einheiten dazu. Also von daher, das passt schon. Und wer versucht uns hier Einheiten zu klauen? Dahinter ist noch einer. So. Wir haben hier unsere Kanonenpanzer. 46 feindliche Einheiten noch da. Ja, das sollte eigentlich machbar sein. 212 Strukturen. Yo. Okay. Das ist schon, ja. Schon interessant. Eieieiei, könnt ihr mal den schneller kaputt machen? Der nervt mich gerade so ein bisschen hier. So, den hier auch bitte. Oh, oh, und wir sind im Minus, wie ihr seht. Das heißt, wir brauchen mehr Energie. Shit. Oh Mann, ey, dieser blöde Aufklärtrupp von denen, ey. Mein Gott. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Die Scavenger noch dabei. Das gibt's ja nicht. So, wir haben unsere Armee hier. Und dieses Artilleriefeuer von da unten. Ach nee, das sind gar nicht. Ach, das sind nur Panzer gewesen. Okay. Das waren gar keine Bunker. Ich habe gedacht, das wäre ein Bunker gewesen. Aber nein, okay. Gut. Produktion abgeschlossen. Ja, das... Ah, okay, das hätte mich jetzt aber... Doch, das sind... Okay. Es sind doch Gebäude gewesen. Wow. Okay, mach den Mist hier kaputt. So, mach den Mist hier kaputt. Mach den Scheiß da weg. So, oh, 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 die Börse. So, und dann hier die blöden Scavenger wegmachen. So, da haben wir gleich nämlich die erste Basis. Ah, die Scavenger-Basis, ja, mein Gott. Es sind tatsächlich Panzer da unten. Okay. So, kabum, 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 kabum. So, weil wir haben irgendwie Geldprobleme gerade deswegen. Naja, was heißt Geldprobleme? Energieprobleme. So rum. Und wow, das ist ganz schön ordentlich. Scavenger, ihr nervt. Weg damit. So. Aber die haben wir gekriegt. Okay, das ist schon mal gut. Die Energie fließt gerade sehr langsam hier bei uns, deswegen. Yo, okay. Aber ey. Das ist eine Mini-Basis hier, okay. Ja, mach das hier noch weg. Das kann auch weg. Genau. Boah, diese Bunker-Einrichtungen hier. Mein Gott. Dann könnt ihr noch hier das Ding hier wegmachen. Genau, dann können wir nämlich gleich schön hier unten jemanden hinschicken, damit der die Energie von denen hier uns verschafft, sagen wir es mal einfach mal. Weil wir brauchen definitiv mehr Energie, wie ihr unten seht. Ne? Minus 600. So, meine Güte. Diese Bunker. Wie viel die Bunker aushalten? Schau dich das an, ey. Ihr schießt mit allem, was wir haben, drauf und es geht nicht kaputt. So, hier haben wir wieder ein bisschen was. So, ich würde mal sagen, da wir den einzigen Weg da, das war doch hier, oder? Ja. Da wir den einzigen Weg jetzt hier gesichert haben. Oh, diese blöden Mini-Raketendinger. Mensch. So, bam und bam. So. Genau. Dann klau denen die Energie. Los.
hier und kabam und bumm. Weil wir brauchen die Energie. So, eine von 11 Basen zerstört. Oh mein Gott. Was ist das hier eigentlich hier unten? Was sind das für Dinger? Sind das die Verteidigungstürme von denen? Nee, die halten mehr aus. Die halten tatsächlich mehr aus, ja. Da oben sind Mannequin und noch ein... Okay. Seit wann haben die Scavenger Mörser? Boah. Ach nee, die schon wieder. Okay, ihr schon wieder hier. Und boom, weg damit. Los. Wir brauchen Energie. Na toll. Die haben die jetzt uns geklaut. Na super. Ach, guck mal. Er versucht mit dem Energie, mit so einem Baufahrzeug. Ja, okay. Nein, das ist unser Energiefeld hier. Das ist jetzt natürlich ein Problem, dass das New Paradigm einfach hier seine Energie hingesetzt hat, ne? Oh, ihr nervt! Verdammt nochmal, ihr nervt! So, da ist auch schon die nächste Scavenger-Basis da oben. Okay, ja, diese Kack-Raketeneinrichtung da oben. So, weg damit. Der Rest kann einfach weg. Ja. Okay. Radarfahrzeuge, ich glaub's nicht. Radarfahrzeuge. Oh mein Gott. Eieieiei. Also wenn das so weitergeht, So, was schießt da oben die ganze Zeit? Ach. Du blödes. Mörserteil, du. So. Ja, ist ja okay jetzt. Das Ding ist kaputt. Okay, gut. Der versucht ihn wieder zu klauen hier. Nix da. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Das ist meine Energie. So. Machen wir dieses Mini-Raketenteil da weg. Das zieht so viel ab. Er hat's geschafft, ich glaub's nicht. Oh, wo kommt ihr immer her? Du nervst! Der mit seinen Mini-Raketenhaltern. Mann, so. Ah. So, dann... Ja, wartet mal, ich brauche eigentlich nur die Mörser dafür. Mörser, komm mal bitte her. Wir brauchen Energie. Wir brauchen dringend Energie. So, hier, könnt ihr drauf schießen, ne? Ja. Gut. Boah! Die blöden Scavenger mit ihren Mini-Raketen. Verdammte Axt! Die bauen auch immer dasselbe, ne? Ja, okay, das heißt, die ist schon mal weg. Die AB, toll. Aber wir können ja hier sichern. Ah, wartet mal, wir können doch hier... Ja, obwohl wir haben ja keine Energie. So, dann baut das mal auf, wenn... So, ihr nervt. Die Scavenger mit ihren blöden Mini-Raketen. Verdammt nochmal. So. Oh. Menschenskinder. So, wir bauen aber... Ach, ich will immer bauen, aber... Die Energie ist halt so wenig, weil wir die ganze Zeit Einheiten nachbauen. Ja, das ist... Wir machen mal... Wir machen das mal so, brechen was mal ab und wir müssen hier unten absichern. Wenn das fertig ist... Was versucht der denn? Versucht uns die Energie weiter zu klauen, ja. So, da haben wir unser Energiefeld wieder. Ich würde hier unten mal gerne eine Reparatureinrichtung hinmachen. Oh! 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 Ihr habt's gehört. Die Uhr. Die Uhr. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo, ne? Das war ein bisschen plötzlich jetzt. Und genau, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und mir, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Es ist gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Tag. Ne? Tschüss.